wir und tragen in sie hinein unsere Aufgabe. Es kann zum Beispiel die Aufgabe sein, der Gedanke über den Schutz von alltäglichem negativen Einflüssen. Weiter können wir die Zeit eintragen. Wie lange soll dieser Schutz zum Beispiel am Werk sein? Zum Beispiel könnten das 24 Stunden sein. Wir haben die Steuerung aufgestellt, 24 Stunden. Danach geben wir Impuls aus unserer Seele auf diese Sphäre für die Harmonisierung unserer Steuerung. 1, 2, 3, beleuchten die Sphäre und bringen sie in die Harmonie. Jetzt pressen wir sie zu einem dichten Punkt und schicken in den Raum der Kleidung. Morgen macht das jeder für sich. Auch das können wir benutzen. Wir haben Kaffee, eine Tasse mit Wasser und Zucker. Und wie ihr schon wisst, Wasser ist ein Bewahrer der Informationen. Und dasselbe können wir von Kristallen des Zuckers behaupten. Im Prinzip kann jedes Objekt, das uns umgibt, eine Information aufnehmen. Auf das Wasser können wir Informationen auf folgende Art und Weise übertragen. Wir können einfach über der Tasse mit dem Wasser uns wichtige Formelgedanken durchlesen oder durchdenken oder einfach durchsagen. Wir können auch ein Gebet sprechen. Und auf die Kristallen und auf die Zuckerkristallen können wir auch bestimmte Informationen übertragen. Wie ihr wisst schon, die hellsichtige Wanka hat die Information von Kristallen des Zuckers abgelesen. Wie kann man das aufzeichnen? So zum Beispiel, wir nehmen ein paar Kristallen vom Zucker in unsere rechte Hand. Wenn wir über die genmanipulierte Nahrungsmittel sprechen. Um die Lebensmittel, die kein Vertrauen verdienen, von negativer Information zu reinigen, können wir folgende Technologie zum Beispiel ausüben. Wir nehmen das Lebensmittel und bauen aus ihm eine Informationssphäre. Diese pressen wir in einen super dichten Punkt. Danach sollte eine Empfindung der Leere entstehen. Diese Empfindung soll so dicht sein, dass wenn wir das zusammenpressen, so dass das nicht mehr zu spüren assoziieren, empfehlen wir Ihnen nicht. Das bedeutet, dass zusätzliche Belastung auf das Organ ausgeübt wird. Und das ist natürlich nicht wünschenswert. In diesem Fall ist es besser, einen Staubsauger sich vorzustellen. Und dieser Staubsauger wird zu einem Kanal, der zu dem entsprechenden Organ führt, aufgestellt. Wir stellen den Staubsauger auf, machen wir an und dieser Staubsauger beginnt, das Blut und verschiedene Flüssigkeiten zu reinigen. Die Flüssigkeiten, die zum Organ gefallen. Menschen, wir können aber auch noch zusätzlich was machen. Wir können zum Beispiel die Gestalt von einer Müllentsorgung zu einem harmonischen Bild auch umwandeln. Und das könnte zum Beispiel eine Blumenwiese sein. Wir können auch folgenderweise vorgehen, indem wir die Mülldeponie in Gestalt von einem Betrieb umwandelt werden. Und dieser Betrieb verarbeitet alle diese Schlacken. Und wir können uns nur vorstellen, wie alle diese verarbeiteten Schlacken umgewandelt sind und als ein Filter in eine Sphäre aufstellen. Dort werden die Aufgabe übertragen, dass die Information gefiltert sein sollte. Die Information, die vom Fernseher ausgeht. Und dann nur die harmonischen Schwingungen in den Raum ausgelassen sein durften. Die Menschen, die das sehen können, also die hellsichtigen Menschen, können dann auch überprüfen, wie harmonisch die Schwingungen sind, die diesen Filter verlassen und wie diese positive harmonische Schwingungen unseren Körper umgeben. Wir suchen Geschäfte. Durch unsere Hände gehen immer sehr viele Geldscheine durch. Und wie Sie wissen, das Geld, das ist ein Äquivalent der Energie. Jeden Tag bekommen wir irgendwas und geben wir auch was zurück. Dazu gehört auch die Information, die wir abgeben, verbreiten sollen, indem wir die Geschäfte aussuchen. Und es ist nichts Besseres als zum Beispiel Geldschein. Für die Verbreitung der Information können Sie eine Sphäre nehmen, wie ein Luftballon, und zu diesem Geldschein zum Beispiel anhaften. Indem in dieser Sphäre die Information Uhrzeige sind und entfalten Sie, so dass der Punkt sich öffnen kann, spüren Sie das Wohlgefühl, das dabei ausgeht, während die Blume des Lebens sich öffnen. Shabbat shalom.
anstrengenden Arbeitstag wird es angenehm und nützlich auch, zum Beispiel Wasserbehandlungen vorzunehmen. Indem, während Sie in der Dusche sich befinden, können Sie sich vorstellen, dass Sie an einem Waldsee sich befinden und dass ein Wasserfall mit Weihwasser über den Kopf über Sie strömt. Jeden Tag. Und seien Sie fleißig. Lassen Sie Ihre Fantasie freien Lauf. Ich wünsche Ihnen alles Gute und, wie man sagt, die nächste Folge folgt.